Es gibt Kapitel im Leben, die gehen vorbei, und es gibt Kapitel im Leben, die starten wieder. Im letzten Video habe ich ja ganz viel über Erfolge oder beziehungsweise im vorletzten Video über Erfolge erzielen oder wie ich meine Erfolge erziele gesprochen. Heute geht es mehr darum, Entscheidungen zu treffen. Und das gehört genauso zum Leben und deswegen ist das hier auch ein Riesenthema. So wie es im Moment bei mir ist mit Videos, Motorrad, YouTube, meiner Firma, allen drum und dran, habe ich mir die Frage gestellt, wie lange möchte ich auf drei Baustellen gleichzeitig tanzen? Wenn du auf mehreren Baustellen oder mehrere Dinge gleichzeitig in der Qualität eines Vollzeitjobs bringen willst, dann musst du eigentlich 80 Stunden die Woche arbeiten und es ist fraglich, inwiefern machst du das eigentlich? Ich mache jetzt YouTube seit letzten Jahr, Ende letzten Jahr, November. Und wie ihr gemerkt habt, es hat ganz schön Überhand genommen. Ich nehme mir extrem viel Zeit raus und habe eigentlich, so wie ich im vorletzten Video gesprochen habe, das ist schon meine Passion, es macht mir mega viel Spaß und ich habe halt richtig viel Zeit rausgenommen und mit Kommentare beantworten und allem, was dazugehört. Es ist eigentlich ein Vollzeitjob. Und in dem Moment, wo ich alles gleichzeitig mache, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich nichts richtig mache oder nur zu einem gewissen Prozentsatz richtig mache, weil die Qualität hier, hier und hier leidet. Das passiert ständig, wenn man mit Autos auf der Rennstrecke fährt. Die Bremsen haben so schnell weg, dass die teilweise nur einen Trackday halten. Und deswegen muss ich eine Entscheidung machen, eine Entscheidung treffen, was ich in Zukunft eigentlich machen möchte. Auf der einen Seite habe ich Motorrad und YouTube, auf der anderen Seite habe ich meine Werkstatt, die ich seit Jahren mache. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich muss eine Entscheidung treffen, in welche Richtung ich gehe. Das Problem ist so ziemlich, das größte Problem, das ich habe, ist, dass die Firma, die Werkstatt, hat eigentlich in den letzten Jahren den Motorrad-Motorsport komplett finanziert und auch YouTube finanziert. Das heißt, wenn ich hätte dieses Business nicht gehabt, dann würden wir uns wahrscheinlich gar nicht so kennen oder wir würden uns auf dieser Art und Weise nicht begegnen oder zumindest nicht in diesem Ausmaß. Das heißt, ich habe alles aus der Firma für die Passion genommen, weil es nicht möglich war bisher im Thema Motorrad am Ende des Jahres so viel Geld verdient zu haben, dass ich damit leben kann. Wenn du denkst, YouTube-Werbeeinnahmen, nicht in dieser Größenordnung. Ich habe Werbeeinnahmen von letzten Jahres, November, gut, es ging erst irgendwie im Februar los mit Werbeeinnahmen, bis jetzt $500. Ich habe mich nie dafür offiziell bedankt, aber danke, dass ihr diese Tracksheets, die ich entworfen habe, so fleißig gekauft habt. Sonst wäre wahrscheinlich schon lange Schluss gewesen. Danke. Aber da ist natürlich auch eine positive Seite. Und jetzt drehe ich das Video um. Ich möchte weiterhin diesen Job machen. Es ist meine Passion, es ist meine absolute Leidenschaft. Ich bin noch nie zuvor in meinem Leben so dermaßen aufgeblüht. Noch nie konnte ich all meine Fantasie und all mein Wissen so weitergeben. Und dazu nutze ich diese mega geile Quelle oder Möglichkeit, YouTube. Nicht irgendwelchen zu zaubern mit Videos und hey, ja, Alter, hast du nicht gesehen. Nein,
Ich will den Motorsport bereichern. Ich möchte meinen Beitrag dazu bringen. Ich möchte weiter hochqualitativ geile, richtig geile Videos machen. Ich möchte richtige Filme machen. Ich möchte auf der Welt rumreisen, Motorräder probieren und für euch das testen. Ich will euch mit in das Ganze holen und eine riesen Community in diesem Bereich entwickeln, die die Welt vorher noch nie gesehen hat. Und das ist meine Passion. Und deswegen muss ich mich dazu entscheiden, hier weiterzumachen und alles andere runterzufahren und all mein Mögliches in YouTube, in euch, in diese Community zu stecken. Somit stellt sich für mich die Frage, wie schaffe ich es, ein Vollzeit-Perfektionist in diesem Bereich zu werden, mir das leisten zu können, nächstes Jahr auch noch Trainings und Events anzubieten, mit dir auf die Rennstrecke zu gehen, mit dir Videos zu machen, dich in das Video mit hineinholen, dich einzubinden in das Video. Um das Ganze zu verwirklichen, brauche ich letztendlich dich. Und deswegen gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, in dieser geilen Community, in dieser wohl der schnellsten Community überhaupt, Mitglied zu sein. Mitglied bei mir für einen kleinen monatlichen Beitrag von 5 Euro. Das Ganze geht 6 Monate, danach verfällt es automatisch, falls du es nicht mehr willst. Falls du es wieder willst, kannst du es gerne nochmal buchen. Was kriegst du für diese Mitgliedschaft am Mehrwert? Erstens, alle Tracksheets für immer. Alle alten Tracksheets und alle neuen Tracksheets, die kommen. Es kommt jetzt Spanien, es kommt Oschersleben, es kommt Zolder, die kommen alle noch. Noch dieses Jahr mit Luca Grünwald zusammen. Du kriegst Livestreams direkt live von der Strecke mit Benachrichtigungen vor Ort. Das heißt, wenn du Mitglied in dem System bist, kann ich dir per Mail die Livestreams zukommen lassen und dann 5 Minuten vorher die Links, damit du siehst, wo ist der Livestream erreichbar. Weil dieser Livestream ist nur für dich als Mitglied erreichbar. Das ist ein mega Mehrwert. Was noch oben dazu kommt, ist Videokurse. Videokurse, spezielle Videos, die länger als 20 Minuten gehen, die vielleicht eine Stunde gehen. Ich habe so viele Ideen an Videos, die ich nicht machen konnte, weil ich nicht in der Lage war, ein Thema in 15 Minuten zu verpacken. Das ist teilweise einfach nicht möglich. Und für den YouTube-Algorithmus, für die öffentlichen Videos ist es eher schlecht. Also muss ich das als Videokurs anbieten. Diese kriegst du alle mit dazu. So, und jetzt kommt eigentlich eins der Oberbrüller überhaupt. Und ich denke, das ist für jeden von euch interessant. Und zwar kriegst du dann meine Handynummer, du kannst mir WhatsApp schreiben, Sprachnachricht und du kannst mich einfach anrufen. Du bist auf der Strecke, du bist zur Strecke, du bist am Weg zur Strecke, du bist in Vorbereitung. Matthias, welchen Reifen soll ich fahren? Welchen Luftdruck? Mein Motorrad macht dies und jenes. Was kann man verbessern? Verstehst du? Für diese Fragen, die ich ja ohnehin schon bekommen habe, aber die ich ja quasi eigentlich nicht immer beantworten habe können wegen der Zeit, die kann ich dann, wenn du bei mir Mitglied bist, beantworten. Events für nächstes Jahr werden dann weiterhin angeboten, nur für Mitglieder. Damit du jetzt siehst, wie ernst ich das überhaupt nehme, ja, also wirklich, wie ernst ich das nehme, suche ich per Zufall in einem Live-View 2 Leute aus, die mit mir kostenlos einen Tag Instruktion machen dürfen. Ein Tag. Und ich zahle die Startgebühr vom Veranstalter. Für dich. Und das Ganze wird relativ knapp, weil dieses Event, wo ich das anbiete, ist in Brünn bei Speer Racing zwischen 12. und 14. August. Das sind 3 Tage, da biete ich dir das an. Du musst dir einen Tag Urlaub nehmen oder 2 oder wie auch immer, aber ich zahle dir einen Startplatz und den kriege ich von Speer nicht umsonst und du kriegst von mir einen Tag komplett Instruktion kostenlos. Damit du in diesem Gewinnspiel mehr oder weniger dabei bist, musst du die Mitgliedschaft aber bis zum 2. August abgeschlossen haben. Unter anderem stehen schon Termine fest, 2. August, 20 Uhr, live vom Red Bull Ring. Wie das Ganze jetzt funktioniert, siehst du hier auf meinem Computer bei mir dabei.
Und zwar, du gehst auf meine bekannte Homepage, entweder hier auf www.matthiasmeindl.de oder du gehst auf den Link in der Videobeschreibung. Die Seite kennst du vermutlich schon, so schaut sie aus, nichts Besonderes, nichts Neues, außer hier unter More hast du jetzt den Bereich Werde Mitglied. Da klickst du drauf. Hier gehe ich nochmal explizit auf die Vorteile, die du hast, ein. Und zwar eigenes Portal hier auf der Homepage, hier kannst du dich einloggen und ausloggen. Wie schon erwähnt, den Infoservice per WhatsApp und Telefon, Motorradkaufberatung inklusive Umbauberatung, Reifenberatung in Bezug auf Mischungen, Luftdrücke, Einfluss in zukünftige Videos und Mitwirkung, Videokurse direkt über Links abrufbar für mehr Details. Keine versteckten Kosten, du zahlst 5 Euro pro Monat, 6 Monate lang, danach erlischt die Mitgliedschaft automatisch. Das ist auch wichtig. Also es ist keine Falle, dass du jetzt da jahrelang bezahlst oder so, sondern wenn du das dann nicht mehr haben willst, dann ist halt weg. Aber ich muss 6 Monate mindestens machen, weil es halt so ist, dass die Tracksheets ja alleine zusammen schon fast 20 Euro wert sind. So, du gehst hier einfach auf Auswählen und dann müsstest du dich anmelden, wenn du schon angemeldet bist, oder neu registrieren, wenn du noch nicht angemeldet bist. Also gehst du auf Registrieren. Füllst hier deinen Namen aus. Ich nehme jetzt hier mal den Max Mustermann, weil ich bin selber schon angemeldet. Ich habe es ja schon probiert. So, ich nehme jetzt hier mal die E-Mail-Adresse von meiner Frau, weil ich meine ja schon benutzt habe zum Testen. Wähle hier noch ein Passwort. Telefonnummer kannst du angeben, musst du aber nicht. Ist nur der Vorteil, dass wenn du sie angibst, dann kann ich die sofort bei mir im System speichern und wenn du mich anrufst, dann sehe ich gleich, dass du Mitglied von mir bist. Hat einen Vorteil. Aber wie gesagt, musst du nicht. Datenschutzerklärung lesen, bitte anhaken, einmal auf Anmelden klicken. So, dann bist du angemeldet und jetzt kommst du aber automatisch auf den Zahlungshinweis. Jetzt kannst du entweder das Ganze per Kreditkarte machen oder per PayPal. Ich wähle jetzt hier den einfachen Weg mit PayPal. Klicke auf Jetzt kaufen. Gebe hier meine PayPal-Daten ein. Gehe auf Einloggen. Wähle hier Zahlungsquelle aus. Zustimmen und zahlen. Genau, so, jetzt bin ich Mitglied. Jetzt sehe ich oben hier in dem Bereich meinen Benutzernamen, habe ein eigenes Konto unter mein Konto, kann hier ein Profilbild einbauen, wenn du willst. Das sehe ich dann auch in meiner Verwaltung. Und du kannst deinen Namen eventuell ändern, wenn es wäre, Info aktualisieren. Das kannst nur du kannst dich auch wieder ausloggen. Jetzt ist wichtig, dass du einmal dich ausloggst und wieder einloggst, aus dem Grund, damit der Browser es erkennt. So, wieder Login. Ja, mit E-Mail-Adresse anmelden. Ich hatte angegeben, die von meiner Frau. www.fotogalerie.de. Anmelden. So, angemeldet. Und jetzt kann ich hier reingehen unter More in diesen Mitgliedsbereich. Und jetzt habe ich diesen Mitgliedsbereich, den hier wirklich nur Mitglieder eintreten können. Zum einen habe ich hier jetzt mal die zwei Tracksheet-Pakete zum freien Download. Die bleiben auch hier drin. So, dann habe ich hier vergangene Livestreams. Das ist ja noch upcoming, weil ich habe noch keine vergangenen Livestreams, die dann da bestehen bleiben mit den Links. Die siehst auch nur weiterhin du als Mitglied. Die bevorstehenden Livestreams, da sind jetzt schon mal zwei drin. Das ist der 2.8. 20 Uhr live vom Red Bull Ring. Vielleicht machen wir da auch ein bisschen was mit Streckenbegehung. Und am 7.8. um 20 Uhr aus dem Büro und Tech Talk. Videokurse, die upcoming sind. Wie stelle ich meine Fußrastanlage und Lenkerstummel ein am 15. August? Wie erkenne ich verschiedene Asphalttypen anhand Fahrverhalten und Optik am 22. August? Das ist alles das, was hier quasi mit reinkommt. Und sobald es hier ein Update gibt, siehst du das in deinem Mitgliedsbereich, der im Endeffekt das hier ist. Also hier haben nur die Mitglieder Zugriff. Falls du irgendwelche Fragen hast und nicht ganz klar kommst mit der Bezahlung oder Anmeldung, schreib mir gerne E-Mail oder ruf mich an. Handynummer steht sowieso hier unten drin.
dann kannst du das ganz einfach machen. Ich bedanke mich wahnsinnig, wenn du bei mir Mitglied wirst, und ich hoffe auf natürlich zahlreiche oder zumindest ein paar, die das mitmachen, damit sich meine Zeit dafür auch rechnet. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal im Voraus wirklich sehr, sehr herzlich für das, dass ihr mich auch unterstützt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Bis zum nächsten Mal und ciao.